Na dann. 8 Stunden Spielzeit. Raketen! 11.30 Uhr, 11. Dezember 2052. Die Zürcher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines Terroristen. Leider haben die ZSK aber die Feuerkraft. Was ist denn passiert? Diese Arschlöcher dabei hatten. Maulern? Eiskalt erwischt und mussten viel einstecken. Was? Bei mir hat das kurz pausiert irgendwie. Na, bei mir nicht. Kennst du Dios noch? Denke schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation. Wir müssen uns abstimmen. Du Taylor, du bist ein Arschloch. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, nutzt das DNI immer einen sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber nur, dass du weißt, wenn du Taylor mal wirklich einen Arsch nimmst, dann würde dir mehr einheizen als diese Roboter. Also gut, sehen wir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zu enden, wie diese armen Bastarde. Okay, Waffen schaffen. Mach diese Arschlöcher fertig. Oh, hau doch mal ab. Es gibt nicht nur einen Weg. Hoch, tief, links, rechts. Verschiedene Wege haben unterschiedliche Vorteile. Nein. Setze verbesserte Mobilität ein. Der ist anfangs etwas ungewohnt, aber du wirst schon bald sicherer. Probier es selbst. Ich weiß sicher, dass du es schaffst. Warum läuft hier gerade so eine afrikanische Musik? Oh mein Gott. Na egal, spring ich jetzt hier einfach hoch. Markierungen, das sind Tote. Hier solltest du dich nicht aufhalten.
zahlreichen Computersystemen. Darunter so gut wie allen Drohnenbasiseinheiten. Zweifüßler, komplexe Bodeneinheiten. Die sind eine Ecke schwieriger. Die Biester haben ein Schwarmbewusstsein. Wenn du versuchst, die zu kontrollieren, bam, ist dein Gehirn im Eimer. Und die hier? Die sind kinderleicht. Na los, leg dich rein. Sieh nach, was jenseits dieser Mauer ist. Passt perfekt, oder? Na. Hier ist mit dem Panzer? Ja. Willst du was Cooles sehen? Schieß diese Bottiche ab. Nach der Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Ein Kampf ohne Kugeln ist so gut wie verloren. Ich mag das Visier irgendwie gar nicht. Hm? Ich mag dich mit Visier nicht. Die verkackte Waffe da. Ja, ja. Ziele. Erste Etage. Wenn du näher ankommst, setze die Fernübernahme. Oh, das Spiel ist abgestellt. Biene. Nutze dein Umfeld. Schieß diese Fässer ab. Die Idioten dachten wohl, mit ihren Geschützen wären. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein Hut im Auge. Oder mein... Obertor. Jetzt bin der Arm aufgerissen. Ich, kleine Äthiopien, die Chaos, all das passierte erneut. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerungen auslösen können? Da tauchen Geräusche, Bilder, Worte aus der denkst an Dinge, an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler in deiner Optik, ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Du musst nur deine Medikamente nehmen. Keine Sorge, alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsole. Sobald du dich einklingst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Er hatte die nötige Ausrüstung, die sie brauchten, um die Sicherheitssysteme des Zugs zu Stunden gebraucht, um diese Information zu finden. Ergebnis? Zug explodiert. Die
Dir reichten 6 Minuten. Es wären nur 5 gewesen, wenn da nicht der Anblick dieser Roboter gewesen wäre. Und was passiert jetzt? Jetzt finden wir den nächsten Garten. Kumpels informiert, hat der Maulwurf sie erwartet. Er hatte schwer bewaffnete Einheiten dabei. Und wieder haben die ZSK 1 aufs Maul bekommen. Ergebnis? Zug explodiert. Wir haben ihn verloren. Er ist weg. Erinnerst du dich an Sarah Hall? Sie hilft dir beim nächsten Teil. Tu genau, was sie sagt. Ich habe sie selbst ausgebildet. Sie ist eine Spionage-Expertin aus der Zeit, als das noch was bedeutet. Vor dem DLC musste man Bücher lesen. An der Akademie müsste er nicht viele davon wissen. Nun, manches Wissen muss man sich verdienen. Es schätzen. Das braucht Zeit. Und Zeit hat man eben nicht immer. Okay, Neuling. Von jetzt an weicht die Simulation von der Realität ab. Das wird sich trotzdem verdammt echt anfühlen. Sei einfach kreativ.